Hallo ihr Lieben, willkommen zur Tagesbotschaft. Wir machen diese Woche Tagesbotschaften mit den Karten von Im Herzen Lemurias. Und diese Karten sind erschienen im Kopfsalat Verlag. Die Bilder wurden gezeichnet von Mirli Tanner und die Texte dazu wurden gechannelt von Christina Soraya und Roland Enoa. Ja, die Karten, wie gesagt, könnt ihr über den Kopfsalat Verlag bekommen. Es ist auch ein wunderschönes Buch dabei, wo die gechannelten Botschaften zu diesen Karten ihr nachlesen könnt. Hallo ihr Lieben, willkommen zur Tagesbotschaft vom 19.08. Wir ziehen jetzt gemeinsam eine Karte. Meister und Meisterin der Energien. Oh wow, ist diese Karte kraftvoll. Ist sie nicht wunderschön? Wir haben hier die Mondenergien. Ich habe jetzt nicht geschaut, was wir jetzt am 19. für Mondenergien haben. Aber man könnte da mal nachschauen, weil der Mond gibt hier einen Hinweis. Und ich nehme das so wahr, dass an diesem Tag ganz wichtige Energien zu uns fließen, dass unsere Intuition heute besonders stark ist. Vielleicht möchtest du auch mit Kristallen arbeiten oder ein kleines Wasserritual machen. Wir haben hier viel Wasser drauf. Wasser ist reinigend, ja. Und unsere persönlichen spirituellen Energien sind an diesem Tag besonders stark und sie werden auch von den himmlischen Mächten sehr gut unterstützt werden. Und wenn ich hier die Vögel betrachte, die hier so nach oben schweben, wirkt es auf mich auch so, als ob hier etwas befreit und losgelöst wird. Vielleicht auch Themen der Woche, die etwas schwer waren, kommt jetzt zum Wochenende eine Erleichterung rein und auch sehr viel Freude und eine gewisse Entspanntheit und Ruhe. Man ruht wieder mehr in sich selbst. Also wunderschön diese Botschaft. Ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis bald, eure Dani. Ciao.